So Leute, Angeltag ist zu Ende. Heute war ich bei Stenwad Put and Take. Erfolgreicher Tag. 3 große gefangen und ungefähr 8 kleinere. Ich mache dann noch zu Hause Foto, bevor wir es ausgenommen haben, damit man sieht. Alles andere seht ihr im Video. Jo, dann bis nächstes Mal, Teil 2 kommt. Heute war erster Tag erst. Ich denke, wir werden noch nach Lundum fahren, Rodecro. Und noch mal ein paar dicke Fische fangen. Dieses Jahr ist Motto, neuer Rekord brechen. Meins ist bei 5,5 in Dänemark. Mal gucken, ob es größer wird. Peace und Petri Heil an euch alle. Jetzt habe ich meine Dicke. Auf Gummi angeworfen. Ich hoffe, ihr seht, schöne Dicke. Jetzt geht die ab. Gehen ein bisschen weg von Schweif vorne. So geile Gefühl, das ist Dänemark. Die will noch nicht. Thank you.
Wahnsinn. Ich glaube, das war der letzte Flucht. Vielleicht, hoffentlich. Ja. Ha. Ja. Geil. Geil. Schöne, dicke. Schöne, dicke Fisch. So. Dunkel, guck, auf so eine kleine Silikonmade. Neue Gummi. Nicht so ein großer. Macht trotzdem Spaß. Unsere neue Gummi in rosa. Schön auseinandergerissen. Der hat, glaube ich, 5-mal hinterher gegangen und dann irgendwann mal eingeschlagen. Wenn der Gummi von einer Seite hier zum Beispiel gerissen ist, man kann den auch von anderer Seite aufziehen. Ein bisschen lang ziehen und wieder werfen. Funktioniert wieder. Wir wollen kleine. Ich habe jetzt mit Metall-Twitch versucht. Anscheinend zu groß. Es gibt Anfass, aber bleiben nicht hängen. Jetzt habe ich kleinere gemacht, direkt gefangen. Hoffentlich jetzt wieder. Aber wenigstens beißt jetzt nach dem Besatz. Heute Morgen war echt schwer. Noch ein Biss. Wieder auf Rot. Typisch Lachsforellen. Beißen gerne auf Rot. Also wenn ihr in Dänemark seid, rote Farbe, must have.
Ik was ook klein en had trots een power aan einde. Блесна. А бис виде га. Ем. Я добрался вас рот, а сам клейнес. Я бис кокетка ин. 2,6 грамм. Ja, ja, probier. Bisschen absinken lassen und dann ziehen. Wieder Biss gehabt. Oh, wieder. Geht hinterher, glaube ich. Noch einmal. Noch einmal. Noch mal. Ah, fünfmal. Jetzt. Jetzt ist er dran. Ja. Jetzt ist er dran, der Kleine. Da hat, glaube ich, fünfmal gebissen und bei sechsen hängen geblieben. Und alles auf die gleiche Farbe. Rot, Kokettke. Also, der ist in Deutschland auch ziemlich erfolgreich. Sieht man an der Farbe, wie oft ich schon damit gefangen habe. Versteht. Achso, ja, 7 Stück. Eine große und Rest klein. Darf ich werfen?
Geht. 2 Kilo, denke ich. Waage? Ja, 3 Kilo, ne 4. Seine ist 2,6. Ja, 4,7. Schönes. Ja, das 4,8. 4,7. Einen roten Wurm.